Moin Leute und herzlich willkommen zu meinem ersten Minecraft Let's Play. Ich bin der Wicked und wir spielen nicht nur Minecraft, sondern auch eine Mod und zwar Buildcraft nennt sich die Mod. Eventuell hat der ein oder andere schon mal davon gehört. Das heißt, wir können ein paar technische Gerätschaften auch noch bauen. Ich kenne mich damit auch nicht ganz so aus. Das letzte Mal, dass ich überhaupt Minecraft gespielt habe, ist 2 Jahre her oder so. Keine Ahnung. Und ja, wir werden uns da mal ein bisschen wieder einfinden und ja, hoffentlich eine spannende Zeit haben. So, ich bin hier frisch gespawnt in der neuen Welt. Ich spiele übrigens alleine und ich habe mir mal so eine Bonustruhe hier mitspawnen lassen zu Anfang, damit wir einen etwas leichteren Start haben. Und das Gute ist, wir haben hier schon mal ein paar Sachen, die wir gebrauchen können. Zum Beispiel eine Pickaxe, eine normale Axt und hier so eine Steinspitzhacke und Steinaxt und so weiter, damit wir schon mal ordentlich was abbauen können. So, die Fackel nehmen wir natürlich auch noch mit und kann man die Kiste auch mitnehmen? Oh ja, cool, dann haben wir auch schon unsere erste Kiste. Die Pilze nehmen wir auch schon mal mit. Wer weiß, wofür wir die so gebrauchen können. Und ich würde sagen, wir machen uns schon mal auf den Weg. Wir gucken uns hier die Landschaft erstmal an, wo wir uns denn befinden. Und da vorne ist das Meer. Ich glaube, da geht es erstmal nicht weiter. Und da müssen wir uns ja schon mal beeilen, dass wir möglichst schnell einen Platz finden, wo wir uns dann ja, häuslich niederlassen werden. Ja, auf jeden Fall ein schönes Plätzchen, irgendwie mit einem Berg und einem See oder sowas. Das fände ich natürlich cool. Und da vorne fängt die Wüste an. Ich würde sagen, wir gehen erstmal dahin und gucken da erstmal, wo es leckt ein bisschen. So, aber da vorne sehe ich schon, ganz wichtig, Kohle brauchen wir. Oh, jetzt war ein etwas größerer Leck. Eieiei, was ist da denn los? So, die sacken wir erstmal ein. So, und dann geht es erstmal weiter. Ach, raus aus dem Wasser. Was leckt das denn so? So, schauen wir uns das Ganze mal an. Wir gehen da hinten erstmal weiter. Oh, hier wird es auch schon ein bisschen grüner. Das sieht natürlich sehr gut aus. Ich glaube, hier sind wir erstmal auf dem richtigen Weg. Und dann gucken wir da hinten erstmal. So, ja, das mit den Lecks, das muss ich nochmal in den Griff bekommen. Oh, da hinten ist doch schon etwas größerer Berg. Oh, was ist denn das? Moment, ich muss einmal kurz in die Optionen. So, gehen wir nochmal in die Grafikeinstellungen und dann gucken wir uns das hier mal eben an. Vielleicht, so machen wir erstmal verringert und so, das machen wir auch mal ein bisschen niedriger. Was ist das hier überhaupt? So, das machen wir einfach mal aus. Fertig, zurück zum Spiel. Dann warten wir nochmal ganz kurz, aber dass er die Einstellung eben übernimmt. So, Einstellung übernommen. Und wie sieht's aus? Ja, gar nicht mal so scheiße. So können wir erstmal weiterspielen. Ja, das sieht auf jeden Fall interessant aus da vorne. So, wie kommen wir hier jetzt am besten runter, ohne zu sterben? Wow! Eieieiei. Und was euch sicher schon aufgefallen ist, ich spiele. Hallo? Ich dachte, wir kommen hier nicht durch. Ich spiele mit einem Texture Pack. Das, ja, für mehr Informationen könnt ihr einfach mal in die Videobeschreibung gucken. Da sollte ich dann alles verlinkt haben und beschrieben haben, was das hier alles ist und im besten Fall, wo ihr das auch herbekommt. Und das sieht echt interessant aus, dieser Berg, oder?
Da müssen wir erstmal rauf. Das gucken wir uns mal an. Wir müssen uns ja auch bald unsere Hütte irgendwie bauen. Komm ich hier rum? Nee, da gehen wir lang. Unsere Hütte bauen. Denn es wird schneller Nacht, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Und dann haben wir wieder das Problem mit den Creepern und Skeletten und so weiter. Komisch, es leckt immer noch ein bisschen. Das ist nicht schön. Vielleicht muss ich noch mal eine andere Version vom Texture Pack runterladen. So, hier genehmigen wir uns mal ein bisschen Fleisch. Wir wollen natürlich auch was essen. Tut mir leid, ihr Schweinis, aber geht leider nicht anders. Oh, das sieht cool aus. Ah, da oben will ich eigentlich bauen. Das sieht schön aus. Oder? Da oben schön auf dem Berg drauf. Oder hier drauf. Oh, ich weiß das noch gar nicht. Naja, ups, hier nicht runterfallen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gehen wir mal lieber hier irgendwie runter. So. Das haben wir schon mal. Ja, würde ich sagen, nehmen wir das erstmal in Angriff. Ups. Und wir brauchen auf jeden Fall nochmal Holz. So. Dann werden wir uns das nochmal genehmigen. Ah, die schönen Blümchen. Herrlich. Achso, oh, jetzt habe ich gar nicht Zeit gestoppt. Jetzt weiß ich gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. So, machen wir mal hier. So, ich denke, die Folgen wären so ungefähr 15 Minuten jeweils. Und ja, oder ich gucke einfach mal. Aber so um den Dreh wird es dann sein. So, wir müssen uns jetzt erstmal einen Weg hier nach oben bauen. Das kommt erstmal weg. Und dann hoffe ich mal, dass wir da oben relativ sicher erstmal sind für die Nacht, um die zu überstehen. So. Mal hier oben den Block noch weg. Ja, ich habe echt Ewigkeiten kein Minecraft mehr gezockt. Eine Schande eigentlich. So. Cool, jetzt sind wir ja schon mal oben. Das ist sehr gut. Und da uns der Baum etwas stört, müssen wir den leider erstmal fällen. Das ganze Gestrüpp hier nochmal runter. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt von alleine verschwindet, wenn der Stamm weg ist. Ich weiß es nicht. So, jetzt sind wir schon mal hier oben. Ich würde sagen, Moment. Nehmen wir mal eben die Pilze hier raus. So. Machen wir uns hier erstmal eine Ebene. Dann errichten wir hier oben erstmal unser Häuschen.
Das Blöde ist, uns sind leider noch keine Schäfchen über den Weg gelaufen. Das heißt, wir haben noch keine Wolle und können uns noch kein Bett bauen. So, die Blümchen. Ich würde sagen, wir gehen noch eine Ebene runter. Oh, es wird auch schon langsam dunkel. Die Sonne geht unter. Ah, vielleicht kommen sie, die Bösen. Aber das Gute ist, wir haben ja noch ein, zwei Fackeln. Hier noch, da noch. Dann können wir uns das hier erstmal ausleuchten. Dann bauen wir das einfach so, dass die ganzen Monster hier nicht raufkommen. So, vier Fackeln haben wir. Dann würde ich sagen, setzen wir hier erstmal eine hin. Und hier. Und da. Und hier in der Ecke. Das ist schon mal sehr gut. Gerade hier das alles mal. Dass wir hier ein bisschen mehr Platz oben haben. Ups. So, das sieht schon mal gut aus. Ach, hier war unser Weg nach unten, ne? Oder? Nee, keine Ahnung. So, das kommt daran. Ich würde sagen, ups. So, machen wir hier noch was hin. So, dann haben wir hier erstmal eine Plattform. Das ist ja schon mal was. Ah, hier in der Ecke muss noch was hin. So. Alles Chlor. Dann setzen wir mal die Truhe schon mal hier hin. Und da können wir ja schon einiges erstmal reinpacken. Oh, das kommt da rein. Das Fleisch kommt da rein. Die Kohle kommt da rein. Und dann, Moment, das nehme ich hier mit rein. Das auch, das auch, das auch. Und dann craften wir uns erstmal hier so eine Werkbank. So. Ups, nein, komm rein. So, die setzen wir hier mal neben. Und dann, wie ging noch mal eine Tür? Ah ja, so. So, haben wir schon mal eine Holztür. Würde ich sagen, wird hier irgendwie unser Eingang hinkommen. Ja, sieht gerade ein bisschen kacke aus. Die Fackel kommt dahin. Ja, und dann fangen wir mal an mit dem Stein, das wir haben. Ah, das kommt. Oh, jetzt ist hier runtergefallen. Schade. So, jetzt habe ich leider keinen Stein mehr. Ja gut, bauen wir den Kram erstmal mit Holz weiter. Da haben wir ja noch was. Ups, nein. Ein bisschen jedenfalls. Was war es jetzt? Ah ne, hier haben wir noch was. So, blub, blub, blub. Sieht zwar nicht besonders schön aus, aber so haben wir wenigstens erstmal eine Butze. Na, das ist doch schon mal was. So. Was hatten wir hier jetzt noch drin? Ein bisschen Erde. Ja, gut. Dann machen wir hier den Rest mit Erde dicht. Ist ja auch egal. Erstmal so eine Notunterkunft. Damit wir hier erstmal ein bisschen klarkommen. Und wir können uns ja hier schon mal irgendwie in die Erde so ein bisschen reinbuddeln.
Kleinen Gang nach unten. Ach, kann ich auch eigentlich so machen. Dann gucken wir einfach mal, was uns da unten so erwartet. So, damit wir hier nochmal eben kurz ein paar Materialien so bekommen. Ist ja auch nicht verkehrt. Haben wir hier nochmal schön Stein. Oh, und Kohle, das ist auch sehr gut. Können wir ja alles gebrauchen. So, da ist auch noch was. Oh, da haben wir auch noch was übersehen. Oh, da geht es immer noch weiter. Sehr gut, dann haben wir hier erstmal alles. Und ich glaube, dann sollten wir auch erstmal genug haben, um unser Dach schon mal zubauen zu können. So, ups. Damit hier keine bösen Monster reinkommen. Ups. Gott, da fallen wir auch schon wieder runter. Doch nicht genug. Ja. Gucken wir nochmal, was wir hier so an Erde haben. Oh Gott! So, nicht schön, aber selten. So, wir bauen hier nochmal eben ein bisschen Stein ab, damit wir noch was haben. So, hops, 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 hops. Oder hier kommen wir runter, dann bauen wir uns da tendenziell erstmal weiter nach unten. So, das können wir wegnehmen. Nur unsere Treppe nach oben müssen wir halt da lassen. Ups. So, und dann können wir hier auch dicht bauen. Ja, herrlich. So, jetzt fühle ich mich auch schon ein bisschen sicherer. Das ist schon mal gut. So, und dann bauen wir hier nochmal so ein kleines Podest, damit wir hier nicht runterfallen, wenn wir hier nochmal rausgehen direkt. So. Ja, und ich würde sagen, da haben wir ja schon mal was geschafft hier in der ersten Folge. Unser erstes Haus steht. Wir haben einen schönen Platz gefunden. Und ich kann mir das super vorstellen. Also hier haben wir noch einen schönen Berg. Und wenn wir da noch was bauen und eine Hängebrücke hier rüber und hier haben wir einen See und dann, ach, mal gucken. Und Buildcraft an sich bietet ja eh so viele schöne Möglichkeiten. Da muss ich mir noch mal einige Tutorials reinziehen und mal gucken. Oh, sieht das nicht schön aus mit den ganzen Blümchen? Oh ja. Ja, das wird cool. Also, Freunde, auf jeden Fall danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge und dann geht's weiter. Und dann wird ordentlich gemined und gecraftet und unsere Hütte erstmal aus- und umgebaut und so weiter. Ja, also, wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.